Wenn wir unterwegs sind, kommen wir an vielen Logistikcentern vorbei. Und was allen diesen unterschiedlichen Logistikcentern gleich ist, das ist, dass es viele Tore gibt, viele LKWs, viele Transportmöglichkeiten und man kann nur erahnen, was sich hinter den Mauern von diesen großen Lagerhäusern befindet. Und als ich kürzlich vorbeifuhr wieder an solch einem Logistikcenter, da dachte ich darüber nach, dass es ja auch für uns, die wir Kinder Gottes sind, die wir uns für Jesus entschieden haben, solch ein Lagerhaus, ein Depot der Herrlichkeit gibt. Die Segnungen der Himmelswelt, die uns gehören, so schreibt es das Neue Testament. Und heute ist einfach eine Gelegenheit, wo ich dir das nochmal neu in Erinnerung rufen möchte, dass du Zugriff haben kannst zu diesem Depot der Herrlichkeit Gottes. Das sind Segnungen für dich, die du empfangen sollst und empfangen kannst. Es gibt allerdings da eine kleine Sache, die einfach uns oft hindert daran, dass wir uns diese Segnungen wirklich abholen können. Hast du schon mal Dinge irgendwohin transportiert und die Hände so voll gehabt, dass du nichts Zusätzliches nehmen konntest? Stimmt, das geht nicht. Wenn man die Hände übervoll hat, kann man nicht Zusätzliches nehmen. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben, dass wir zu viele Dinge aufgenommen haben und zu viele Dinge genommen haben, die falsche Sicherheiten waren oder die uns aufgebürdet wurden von anderen und die wir auch bereitwillig oder vielleicht auch manchmal nicht so bereitwillig aufgenommen haben. Vielleicht sind da falsche Sicherheiten in falsche Systeme, falsche Beziehungen, in denen du vielleicht feststeckst oder vielleicht Sorgen und Befürchtungen, negative Gedanken, in denen du dich richtig reingearbeitet hast, die dich voll abgefüllt haben. Vielleicht bist du wirklich mit Entschlüssen, die du eigentlich getroffen hast, Entscheidungen, die du im Gebet und im Glauben vor Jesus getroffen hast. Vielleicht sind das Dinge, die du wieder zurückgenommen hast oder Versprechen, die du Gott gegeben hast, nicht weiter verfolgt hast, sondern einfach auch wieder zurückgegangen bist. Du hast wieder die alten Dinge genommen. Süchte oder Probleme oder Dinge, die dich beschwert haben, hattest du losgelassen, aber im nächsten Moment des Drucks hast du sie wieder genommen. Deshalb ist es oft schwierig, dass man nicht in den Segnungen der Himmelswelt, in dieses Depot der Herrlichkeit Gottes hineingehen kann, um die Segnungen Gottes zu empfangen. Wenn du in dieser Situation bist, dann möchte ich dir heute sagen, geh zu Jesus im Gebet und sag ihm, Herr, es tut mir leid, dass ich wirklich mir die Hände voll gefüllt habe oder mir habe vollfüllen lassen mit den falschen Dingen. Es tut mir leid, dass ich nicht in den Dingen wirklich frei bin, so wie du es möchtest, dass ich frei bin. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Der Weg der Vergebung wird einfach dazu führen, dass du Dinge loslassen kannst. Und dass es da einen ganz neuen Bereich gibt, einen ganz neuen Zustand gibt in deinem Glaubensleben, dass du wieder in den Segnungen Gottes vorwärts gehen kannst. Denn seine Segnungen stehen dir zu. Er hat immer sein Lagerhaus voll gefüllt mit diesen Segnungen. Seine Gaben sind immer gut, sie sind immer segensreich, sie sind immer hilfreich. Sie bauen dich auf, sie statten dich aus für die Dinge, die du bewältigen musst. Seine Segnungen sind einfach das Beste und wirklich allumfassendste, was du in deinem Leben brauchst. Und ich möchte dich ermutigen, heute da reinzugehen und zu prüfen, Herr, wo sind meine Hände mit den falschen Dingen voll? Und loszulassen und die Segnungen der Himmelswelt zu empfangen. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.